Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die über den Livestream jetzt direkt zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Das Thema heute Abend: Israel in Ägypten, Mythos oder Realität? Bevor wir voll einsteigen in dieses Thema, möchte ich einfach erklären, was die Bibel eigentlich erzählt in diesem Zusammenhang und wie die Vorgeschichte von Israel in Ägypten ausgesehen hat. Was sagt die Bibel? In 1. Mose 11 und 12, da lernen wir aus dem ersten Buch der Bibel, dass Abraham, früher hieß er Abram, in Ur in Chaldäa lebte, also hier im Süden des heutigen Irak. Und plötzlich, er war ein Verehrer von Naturgottheiten, zum Beispiel von Nanna, dem Mondgott, der speziell in Ur verehrt wurde. Plötzlich erschien ihm der Gott der Bibel, der Schöpfer, der nicht Teil der Natur ist, sondern die Natur, nach der Bibel, ins Dasein gerufen hat. Dieser Gott erschien ihm und rief ihn aus Ur in Chaldäa hinaus, um in das verheißene Land zu gehen. Hier auf dem Bild sehen wir seine Route. Denn Abraham war gehorsam, er zog aus nach Haran und schließlich kam er ins Land Kanaan. Gott sagte ihm, dass Israel als auserwähltes Volk von ihm abstammen sollte. Und weiter wurde Abraham verdeutlicht, dass ein Segen für die ganze Welt aus seiner Nachkommenschaft hervorgehen soll. Denn der Messias, der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt, sollte aus diesem auserwählten Volk Gottes hervorkommen. Sie sehen, Auserwählung bedeutet nicht die Verwerfung der anderen Völker, sondern dieses Volk war erwählt, um ein Segen für alle Völker zu werden. So steht das genau in der Bibel. 1. Mose 12, 1-3, die Berufung Abrahams. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Stämme der Erde. Im Weiteren wird gezeigt, wie Abraham auszog und schließlich in das verheißene Land kam. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Auf dem Bild sehen Sie die Ruinen des alttestamentlichen Sichem. Innerhalb der modernen Stadt Nablus, das ist eine der größten Palästinenserstädte in dem sogenannten besetzten Westjordanland. Ausgerechnet, sagt die Bibel, Abraham sei dahin gekommen und Gott habe dort ihm die Verheißung gegeben: Deine Nachkommenschaft, das Volk Israel, wird genau dieses Land bekommen. Die weiteren Kapitel der Bibel, man lese für sich zu Hause, 1. Mose 12 bis 50, beschreiben das Leben Abrahams im Land, dann sein Sohn Isaak, dem gegenüber diese Verheißungen bestätigt wurden, und dann dessen Sohn Jakob, dem gegenüber diese Zusagen Gottes auch nochmals bestätigt wurden. Jakob hatte schließlich insgesamt 12 Söhne. Und diese 12 Söhne sollten die Stammväter der 12 Stämme Israels werden. Josef, einer der Söhne Jakobs, sollte Erbe werden. Und darum bekam er einen bunten
Leibrock als Bestätigung, dass er der Haupterbe sein sollte. Damals war Benjamin noch nicht am Leben, der Jüngste. Aber die 10 anderen Brüder, die 10 älteren Brüder, die hassen Josef und verkaufen ihn deshalb als Sklave nach Ägypten. Eine ganz dramatische Geschichte, Sie können das nachlesen in 1. Mose 37 bis 50, zeigt, wie Josef schließlich aufsteigt zum Herrscher über Ägypten. Er wird die Nummer 2, also die Nummer 1 nach dem Pharao. In dieser Epoche kommt eine schwere Hungersnot über das Land Kanaan und damit über die Großfamilie Jakobs. Josefs Brüder müssen Nahrung einkaufen in Ägypten, in dem Land, das nicht abhängig war vom Regen, im Gegensatz zum Land Kanaan. Denn es war versorgt, wie man hier auf dem Bild sieht, durch den Nil, der auch bei Hungersnot im Nahen Osten Wasser brachte aus Abessinien, Schwarzafrika. Josef gibt sich nach dramatischen Ereignissen schließlich zu erkennen. Ich bin Josef, euer Bruder. Diese gestandenen Männer, seine Brüder waren bereits gestandene Männer, die brechen innerlich zusammen. Eine ganz herzbewegende Szene. Und das führt schließlich dazu, die Großfamilie zieht um und siedelt sich im westlichen Nildelta in Goshen an. Das war dann bereits eine Großfamilie von ca. 70 Personen. Und dort im Nildelta, in dem fruchtbaren Teil Ägyptens, wächst in der Folge die Großfamilie zu einem Volk heran. Wir gehen weiter in der Erzählung. Im zweiten Buch der Bibel, 2. Mose, oder auch Exodus genannt. Exodus heißt Auszug, weil dieses Buch den Auszug der Israeliten aus Ägypten beschreibt. In 2. Mose 1 bis 12 wird beschrieben, wie ein späterer Pharao das Volk Israel versklavt. In dieser Epoche wird Mose geboren. Es kommen die 10 Plagen über Ägypten. Die führen das ägyptische Reich zum Zusammenbruch. Und als Folge davon konnte das Volk Israel aus der Sklaverei in die Freiheit ziehen, aus dem Land Ägypten ausziehen, in Richtung verheißenes Land. Es folgen 40 Jahre Wanderung durch die Wüste, ausführlich beschrieben in 2. Mose 12 bis 40, 3. Mose 1 bis 27, 4. Mose 1 bis 36, 5. Mose 1 bis 34. So, jetzt haben Sie etwas zu tun zu Hause. Und schließlich nach 40 Jahren Wanderung stirbt Mose in den Gefilden Moabs. Auf der anderen Seite von dem Jordan, auf heutigem jordanischen Boden. Und erst danach kam das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan hinein, unter der Führung von Josua, dem Nachfolger von Mose. Die erste gewaltige Festung, die entgegensteht, das ist Jericho, mit gewaltigen Mauern. Aber die Mauern Jerichos, so erzählt die Bibel, fiel. Und dann konnte das Volk Israel eine Stadt nach der anderen in Kanaan in Besitz nehmen, erobern, zum Beispiel Hazor, das war eine ganz besondere Stadt, das war die Hauptstadt eines Großteils der Königreiche von Kanaan. Man muss sich das so vorstellen, eine Stadt mit einem König, ein Stadtkönig, und einige Tochterstädte darum herum. Und dann wieder eine andere Stadt, ein Königreich mit einem König und Tochterstädte darum herum. So gab es Dutzende von Königreichen in Kanaan, aber Hazor, das war das Haupt der Königsstädte. Dann Sichem, Shiloh, Dan und viele andere Städte werden erobert. Das können Sie alles nachlesen in Josua 1 bis 24. Soweit, was die Bibel sagt. Und nun ein paar Gedanken zum Thema die Kritiker und die Bibel. Heute gibt es unter Archäologen zum Teil einen ganz
kühlen und rauen Wind im Blick auf die Bibel. Das war früher nicht so. Dieses Klima hat sich verändert, insbesondere seit den 1980er Jahren. Früher, führend in biblischer Archäologie, war die Albright-Schule. William Albright, das war überhaupt kein gläubiger Mann, nicht wahr? Aber der war sehr positiv gegenüber der Bibel eingestellt. Aber ich kann Ihnen sagen, eine neue Generation ist aufgekommen ab den 1980er Jahren, die sieht das ganz anders. Wobei, ich muss betonen, das ist ein Teil. Es gibt nach wie vor Top-Archäologen, die sind, ob sie nun gläubige Menschen sind oder nicht gläubige Menschen, der Bibel ganz eben günstig gestimmt und die gehen von einem Vertrauen zu den Aussagen der Bibel aus. Aber ein Beispiel von einem Mann, der sehr bibelfeindlich ist, Finkelstein, Israel Finkelstein. Der wird auch sehr oft in den Medien heute, seit Jahren, zitiert als Kronzeuge eines Archäologen, der sagt, das ist weitgehend ein Märchenbuch, die Bibel. Er hat zusammen mit Silbermann ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Keine Posaunen vor Jericho«. Sie ahnen schon, was das bedeuten soll, ja? Also das mit dem Mauerfall von Jericho, das habe es gar nicht gegeben. Und seine Überzeugung ist, Abraham, Isaak, Jakob, Josef als Herrscher in Ägypten, dann die Geschichte mit Israel als Sklavenvolk in Ägypten, der Auszug und dann die Landnahme unter Josua, alles Legenden, alles Märchen. Er sagt, es gäbe keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und um 1230 vor Christus, zur Zeit des Auszugs, des angeblichen Auszugs der Israeliten aus Ägypten, da sei Jericho gar keine Stadt gewesen. Es habe keine Mauer gegeben. Die Eroberung des Landes unter Josua sei reine Legende. Was soll man da machen? Es stellt sich mal die Frage, kommt es überhaupt drauf an? Ist das überhaupt wichtig? Es gibt zum Beispiel eine Kinderbibel von liberalen Theologen gemacht, die erzählt die Geschichte von Jericho und dem Mauerfall. Aber dann gibt es noch spezielle Anmerkungen für die Eltern. Und da wird ihnen erklärt, das ist natürlich alles nie so geschehen. Denn Jericho hatte zur Zeit des angeblichen Auszugs gar keine Mauer. Da konnte auch keine Mauer runterfallen, aber das ist gar nicht wichtig. Was wichtig ist, man muss einfach die tiefere Bedeutung dieser Geschichten verstehen. Das muss nicht historisch sein. Ja? Ja, so ähnlich wie die tiefen Psychologen, die sagen auch, dass diese Sagen der Griechen, natürlich ist das nie geschehen, aber das sind tiefe Wahrheiten der Seele, die man da illustriert findet. Ja, so ähnlich also die Bibel. Nun, die ersten Bücher der Bibel, 1. bis 5. Mose, Josua, die bilden die Basis der frohen Botschaft, der Erlösung durch Jesus Christus im Neuen Testament. Das Neue Testament baut auf dem Alten Testament direkt auf. Ohne dieses Fundament würde alles in der Luft stehen. Also für die Glaubwürdigkeit der frohen Botschaft ist es ganz wichtig, dass das Fundament hält. Also das ist keine Bagatelle. Wenn ein Angriff gemacht wird in der liberalen Theologie oder jetzt wie hier in der liberalen Archäologie auf die Fundamente der Bibel. Also, wir fassen zusammen, diese Kritik stellt die Basis der Bibel in Frage. An dieser Stelle muss ich jetzt betonen, Sie sehen hier Ramses den II., 1279 bis 1213 vor Christus. In der Epoche von Ramses dem II., und wir haben gerade gehört, dass eben Israel Finkelstein sagt,
um 1230 vor Christus war Jericho keine Stadt. Nun, zur Zeit von Ramses II. Gibt es tatsächlich keine Spuren der Israeliten in Ägypten. Man hat nichts gefunden. Und in dieser Epoche, in dieser Zeit, war Jericho tatsächlich keine Stadt. Diese Stadt Jericho, die gab es früher, aber in der Zeit so um circa 1550 vor Christus fiel diese Stadt. Und zwar mit einem mächtigen Mauerwerk, aber danach wurde diese Stadt während Jahrhunderten nicht mehr als Stadt aufgebaut. Es gab zwischendrin kleinere Siedlungen, aber nie mehr eine Ringmauer, war nie mehr eine Stadt. Nun, manche Intellektuellen haben sich gesagt, wir müssen versuchen, dieses Problem zu lösen. Archäologie und Bibel. Und einer dieser besonderen Vorreiter war Immanuel Felikowski, 1895 bis 1979. Er war ein Psychoanalytiker. Übrigens war er wichtig mitbeteiligt bei der Gründung der Hebräischen Universität von Jerusalem. Das war so ein Allround-Genie, dieser Mann. Und er war übrigens verheiratet mit Elisheva Kramer, einer großen Violinistin. Und dieser Felikowski hat viele Bücher geschrieben. Er ist ein ganz schlauer Kopf, so ebenso ein genieartiger Mensch gewesen. Und der konnte schnell Fakten aus anderen Gebieten, die er gar nicht studiert hatte, als Formalstudium, konnte er sich schnell aneignen und auch schnell kombinieren und große Gebäude herstellen. Und so hat er Bücher geschrieben wie Ages in Chaos, Zeitalter im Chaos, Peoples of the Sea, Ramses II and His Time, Ramses II und seine Zeit. Aber ich kann Ihnen sagen, die Ägyptologen, die Archäologen haben keine Freude, wenn Psychoanalytiker Ihnen sagen, was Sie denken und wie Sie Ihre Arbeit zu machen haben. Also dieser Mann kam überhaupt nicht an. Was der an Ablehnung schließlich erlebt hatte, man stellt ihn sogar zum Teil heute noch dar als so ein typisches Beispiel für Pseudowissenschaft. Ja? Es gibt so eine ganz feine Linie zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft und Felikowski wird gerne zitiert als eben auf der anderen Seite der Linie. Ja gut, irgendwie kann man das schon verstehen, dass man als Ägyptologe nicht unbedingt so gerne mit einem Psychoanalytiker zusammenarbeitet. Höchstens, wenn Sie dann Riesenprobleme haben auf der Couch. Aber das ist wieder etwas anderes, nicht wahr? Ein ganz anderer Mann. Professor Dr. Donovan Amos Courville, 1895 bis 1979. Also ich versichere Ihnen, es war kein Psychologe, sondern ein Biochemiker, also ein wirklicher Naturwissenschaftler. Psychoanalyse ist keine Naturwissenschaft, aber ein Biochemiker. Und er hatte ein sehr starkes Interesse für Archäologie und biblische Chronologie. Und er hat auch versucht, die ägyptische Chronologie umzubauen, wie das eben Felikowski gemacht hatte. Aber ich muss Ihnen sagen, der hat das auf ganz abenteuerliche Art gemacht. Also der hat Leute in der ägyptischen Geschichte, die viel, viel später lebten, die hat er kombinieren können mit anderen Zeiten. Also ich möchte sagen, vielleicht hat er ein, nicht nur vielleicht, sondern sicher, er hat ein Chaos in den Ages gemacht, ein Chaos in den Zeitaltern. Courville ist da schon ein bisschen anders, aber er hat versucht, zum Beispiel verschiedene ägyptische Dynastien als gleichzeitig regierend darzustellen, wie man hier auf seinem kurz zusammengefassten Schema sieht. Also anstatt Dynastien so nacheinander folgen zu lassen, ich ginge davon aus, dass
gewisse Dynastien da in dem Teil von Ägypten und andere gleichzeitig in einem anderen Teil geherrscht haben. Und solches hat es tatsächlich gegeben in der Geschichte. Aber durch noch mehr Zusammenschieben von Dynastien, wie man das hier sieht, konnte er die ganze Chronologie massiv verschieben und konnte dann so interessante Parallelen aufzeigen zwischen Bibel und dem, was man eben doch findet in der Archäologie. Er hat zum Beispiel auch den Ippur-Papyrus, den man hier sieht, zitiert, wie schon Felikowski. Das ist ein Papyrus, der erzählt über Katastrophen in Ägypten. Das Wasser ist wie Blut, man kann es nicht mehr trinken. Und überall ist Schrecken und Not im ganzen Land. Er hat auch versucht, diesen Text in Zusammenhang zu bringen mit den 10 Plagen von Ägypten. Aber ich muss Ihnen sagen, bei den Ägyptologen und allgemein bei den Archäologen kommt auch ein Chemiker nicht gut an. Also es gab keinen Durchbruch. Bis dann schließlich David Rohl kam, geboren 1951. Er war so ein eher wilder Mann in seiner Jugend. Kann man sich vorstellen, ein Rockmusiker war, ja, hat Rock'n'Roll gespielt und hat dann später Ägyptologie begonnen zu studieren. Und zwar war dann halt eben so etwas der ältere Student mit all diesen jüngeren Männern, ja, die gerade eben erst Männer geworden waren, zusammen im Studium. Und er dachte natürlich ganz eigenständig und hat dann auch die Dozenten immer wieder mal mit Fragen konfrontiert, die die anderen Studenten nie gestellt hätten. Ja, also er war nicht unbedingt ein sehr angenehmer Student, aber herausfordernd, ja. Und er wurde Ägyptologe. Und als Ägyptologe hat er gesagt, die ägyptische Chronologie ist ein Chaos. Und zwar steht die auf ganz schwachen Füßen. Man muss die revidieren. Und dann sieht man eine Parallele nach der anderen zwischen Bibel und Archäologie. Es ist nur ein Zeitproblem. Aber die Fakten, die sind da, die mit der Bibel übereinstimmen. Und so hat er das Buch geschrieben, im Deutschen, in der Übersetzung, mit dem Titel Pharaonen und Propheten. Das Alte Testament auf dem Prüfstand. Und dabei ist es noch interessant zu wissen, David Rohl ist nicht ein gläubiger Mann. Also er sieht sich als Agnostiker. Das sind diese Leute, die sagen nicht, Gott gibt es sicher nicht, aber das kann man jetzt nicht so sicher wissen, ja? Nun, er sagt, man muss einfach diese fehlerhafte ägyptische Chronologie um 380 Jahre verschieben und dann passt alles mit der Bibel zusammen. Und wirklich eindrücklich, was er da an Material zusammengesammelt hat. Aber ich muss Ihnen sagen, auch wenn ein Ägyptologe kommt und etwas anderes sagt, was die meisten Ägyptologen sagen, das kommt gar nicht gut an. Also wenn Sie sich ein schweres Leben ersparen wollen, dann gehen Sie nicht diesen Weg. Und zwar muss ich sagen, in der Fachliteratur ist es ja so, wenn man diese Texte liest, die sind staubtrocken, so langweilig geschrieben. Nicht, dass man das nicht interessanter schreiben könnte, aber das ist so üblich. Die schreiben so staubtrocken und langweilig. Aber als David Rohl kam in diesem Buch, da gab es Reaktionen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man dann sowas liest, da sind wirklich die Funken geflogen in der Literatur. Also so emotional wurde das. Aber David Rohl wurde also ganz massiv angegriffen und er geht einfach seinen Weg weiter. Nun, das hier ist Tim Mahoney, geboren 1957, ein amerikanischer Filmemacher. Und er kam gerade im Zusammenhang mit diesen Fragen Israel und Ägypten, man habe nichts gefunden, Eroberung Jerichos und des ganzen Landes Kanaans unter Josua, bei alles ein Mythos. Er kam in eine richtige Krise. Und er wollte der Sache auf den Grund gehen und sammelte Material über Jahre hinweg,
zu einem grandiosen Dokumentarfilm. Und er ist ja in jüngerer Vergangenheit sogar ins Kino gekommen in Deutschland, Patterns of Evidence. Und da zeigt er zum großen Teil, was David Rohl in seinem Buch aufgezeigt hat, aber nicht nur, auch anderes Material fügt er zusammen, hat dann übrigens zum Film auch noch ein Buch geschrieben, zusammen mit Stephen Lowe, das ist so sein Assistenz, aber ein ganz toller Mann, der bescheiden auf seiner Seite und der weiß immer genau, was man jetzt noch machen könnte und voller Ideen. Ja, ich habe die zwei vor einiger Zeit in Amerika erlebt und wirklich sehr sympathische Leute. Und nach 12 Jahren schafft er diesen Film. Also grandios hergestellt und er stellt da kein Problem. Man bringt eben die Tatsachen der Archäologie und die Bibel wunderbar zusammen. Und das hat sicher vielen Leuten geholfen. Aber irgendwie eine bittere Pille bleibt. Und was ist mit diesen Leuten, diesen Ägyptologen? Gut, zahlenmäßig sind ja das nicht so viele Menschen auf der Welt. Ja, das sind Leute, die so über ein ganz kleines Gebiet, im Wissen, was die ganze Welt so weiß, kleines Gebiet, da wissen sie fast alles. Und es sind nicht viele Leute und die leben so in Elfenbeintürmen. Aber die akzeptieren das nicht mit dieser Verschiebung. Und Tim Mahoney hat das in dem Film wunderbar, auch grafisch so erläutert. Jeder kommt raus, muss nur diese Zeit etwas schieben und dann geht alles mit der Bibel auf. Aber ich habe mich im Verlauf der vergangenen Jahren gefragt, braucht es eine Revision der Chronologie von Ägypten, um Bibel und Archäologie zusammenzubringen? Und zwar bin ich so vorgegangen, man muss Kritik an der Kritik üben. Und wie macht man das? Ich meine, Israel Finkelstein, ich kann Ihnen sagen, der hat an einer guten israelischen Uni studiert. Diese Leute, die beherrschen ihr Handwerk. Sie müssen nicht beim Handwerk ansetzen. Aber man muss fragen, stimmt eigentlich dieses Datum? Auszug von Ägypten 1230 vor Christus. Also zur Zeit von Ramses II. Die Bibel bezeichnet nirgends Ramses II. Als den Pharao der Sklaverei, als die Israeliten in Ägypten waren. Nirgends. In der Bibel, lesen Sie es nach. Ich habe Ihnen die Kapitel ja angegeben. Es heißt immer der Pharao, der Pharao, der Pharao. Der Name wird nie gesagt. Übrigens, das ist auch noch interessant. Das ist auch eine Errungenschaft der Ägyptologie in der jüngeren Vergangenheit. Man hat herausgefunden, dass die frühen Pharaonen, die wurden Pharaonen genannt, ohne den Eigennamen dabei. Und erst in der Zeit, so etwa ab rund 1000 vor Christus, mit dem Namen verbunden. Und genauso ist es in der Bibel. Wenn Sie später in der Bibel lesen, in der späteren Geschichte, israelitische Königszeit, da kommt Pharao Shishak nach Jerusalem. Wieso heißt er jetzt plötzlich Pharao Shishak? Ja, weil in dieser Epoche nennt man den Eigennamen dazu. Oder Sie kennen vielleicht die Geschichte von König Hiskia, wie er konfrontiert war mit Pharao Necho. Und so weiter. Noch mehr solche Pharaonen in der späteren Zeit mit Namen in der Bibel, aber in der früheren Zeit ohne Namen. Also, jetzt kann man also sagen, dieses Datum 1230 vor Christus, das steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Und das ist eine wunderbare Entdeckung, wenn man die Bibel studiert, von vorne bis hinten und dann wieder zurück, stellt man fest, es gibt ein Zahlensystem, ein geschichtliches, das zieht sich von Anfang an durch das ganze Alttestament mit einer Brücke bis rüber ins Neutestament. Und das Wichtige ist, wenn man diese Zahlen alle ernst nimmt
und keine einzige davon irgendwie abändert, was viele gemacht haben, indem sie sagten, ja, diese Zahl, das passt nicht, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, Abschreibefehler, oder andere noch schlimmer sagten, wahrscheinlich im Grundtext, der ursprüngliche Schreiber hat sich da geirrt. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie im Bibellexikas und so weiter nachschlagen, nach der biblischen Chronologie, Sie werden keine Chronologie finden, wo alle Zahlen der Bibel berücksichtigt werden. Entweder werden Sie feststellen, dass die Autoren sagen, ja, diese Zahl und diese Zahl und diese Zahl ist falsch, muss man korrigieren, oder im besseren Fall, werden einfach gewisse Zahlen ignoriert. Die werden einfach beiseite gelassen. Aber man hat ein Problem, die Zahlen konnte man irgendwie nicht zusammenbringen. Und nun, es haben viele andere Vorarbeiten gemacht, eine da, eine da, eine da. Und ich habe natürlich alles benutzt, was die Leute früher gemacht haben. So ist das in der Wissenschaft, nicht wahr? Und dann aufgebaut, kombiniert und schließlich eine Chronologie aufgestellt, wo alle Zahlen der Bibel aufgehen. Mathematisch in sich geschlossen aufgehen. Keine muss man korrigieren. Es braucht bei der einen und anderen einige Erklärung, warum es steht dort in 1. Könige 6, 480 Jahre. Aber die Zahl ist absolut korrekt. Keine muss gestrichen werden. Also in sich geschlossen. Das war mein erster Schritt. Ich habe also diese Chronologie aufgebaut, nicht indem ich ständig so geschaut habe, ja, jetzt würde das passen mit der bisherigen Chronologie, sondern einfach mal die fertiggestellt. Und dann bin ich daran gegangen, und jetzt, wie ist das mit der bestehenden Chronologie in der Ägyptologie? Ein Volltreffer nach dem anderen. Es geht auf! Also, es braucht gar keine Revision. Nun, bevor wir da an diesem Faden weiterarbeiten, muss ich natürlich noch erklären, wie ist man denn auf die Idee gekommen, zu sagen, der Auszug aus Ägypten habe zur Zeit von Ramses II. Stattgefunden. In 2. Mose 1, Vers 8 lesen wir, da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Vers 11, und sie setzten Fohnenvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken, und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Da haben sie es, Ramses. Aber nicht der Pharao heißt Ramses, die Stadt heißt Ramses. Das ist nicht das Gleiche. Merken Sie, wo der Denkfehler ist. Man kann nicht sagen, wenn die Stadt hier Ramses genannt wird, dann war das zur Zeit von Ramses II. Also, man muss eine Erklärung geben, warum hier Ramses-Stadt steht. Das ist ein anderes Thema. Und das kann man eben erklären, anders als dass man sagt, das ist die Zeit von Ramses. Dafür gibt es eine gesonderte Erklärung. Und zwar im Prinzip die gleiche Erklärung, warum schon in 1. Mose 14, da wird die Stadt Dan in der Geschichte von Abraham erwähnt. Aber wenn Sie in der Bibel weiterlesen, bis ins Buch Josua und Richter, dann wird erklärt, diese Stadt hieß ursprünglich Laish. Aber als die Israeliten sie dann erobert hatten, haben sie sie Dan genannt, nach dem Stammvater des Stammes Dan. Aber dieser Name wird schon gefunden in 1. Mose 14. Ja? Also ein späterer Prophet hat den bekannten Namen dort hinzugefügt. Ein vom Heiligen Geist inspirierter Prophet und eben hier auch mit dem Namen Ramses. Aber das war eben nicht der Pharao Ramses. Nun, der Denkfehler ist, statt Ramses, folglich, das ist die Zeit von Ramses II. Und damit der Auszug aus Ägypten war so ungefähr 1230 vor Christus. Dass dieser Mann nie im Roten Meer umgekommen ist, das hat die meisten Leute nicht gebissen. Ja? Sondern er hat gesagt, das ist er. Oder das sollte er sein. Nun, mit der
Chronologie, in der alle Zahlen ernst genommen werden. Auf dem Internet sollte man diese Chronologie in Rohfassung, wie ich das aufgestellt habe, finden zum Download. Aber ich bin dran an einem Buch, wo das alles im Detail erklärt wird. Und ich hoffe nicht so staubtrocken. Ja, es muss ja nicht trocken sein, um saubere Arbeit zu sein. Es geht auch spannend, denke ich, und trotzdem präzise in der Arbeit. Also, nach der strengen Chronologie, die nenne ich jetzt die strikte Chronologie, wo man alle Zahlen berücksichtigt, war der Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus. Und damit die Eroberung Jerichos 40 Jahre später, 40 Jahre Wüstenwanderung, 1566 vor Christus. Und jetzt eine ganz wichtige Sache. Wie kann man, sagen wir, säkulare ägyptische Chronologie oder Chronologie der säkularen Geschichte und Chronologie der Bibel am besten miteinander verbinden? Es gibt Synchronismen, das heißt bestimmte Jahre, die sich besonders eignen, um zu zeigen, da, das gehört zusammen. Das ist da geschichtlich und das ist da biblisch. Und eine der wichtigsten Synchronismen, es gäbe also mehrere, aber ein ganz wichtiger ist die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus, als der Salomonische Tempel zerstört wurde. Übrigens hier auf dem Bild, wir sind da gleich in der Davidstadt in Jerusalem, und diese Häuser da, die Sie sehen, das sind Fürstenhäuser, die zerstört wurden durch Nebukadnezar. Und wenn Sie mal mit mir nach Jerusalem kommen, dann zeige ich Ihnen hier den Raum, wo man etwa 70 Zentimeter Asche gefunden hat. Noch von der Zerstörung durch Nebukadnezar. Nun, in 2. Könige 25,8 lesen wir, und im fünften Monat, am 7. des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und dann wird beschrieben, wie Jerusalem zerstört wird. Das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar. Nun ist es so, aus dem Leben von Nebukadnezar besitzen wir mehrere Keilschrifttafeln. Aus einer Zeit. Mit Beobachtungen von 5 Planeten und des Mondes. Etwa 30 Konstellationsangaben. Und damit kann man das Leben von Nebukadnezar mit der Astronomie genau in Beziehung setzen und kann genau absolut datieren. Und heute helfen noch die Computer, es ist ganz einfach, so etwas zu berechnen. Und da kommt man auf das 19. Jahr Nebukadnezars, ist 586 vor Christus. So, jetzt nehmen wir das mal als absolutes Datum und rechnen die biblischen Zahlen zurück. Lesen Sie 1. und 2. Chroniker. Ja, jetzt müssen Sie wirklich Bibel lesen. Dann 1., 2. Könige. Und da finden Sie all diese Jahreszahlen der Könige nach Salomo. Und das gibt zusammen 390 Jahre. Und diese 390 Jahre werden in Hesekiel 4,4 auch ausdrücklich noch erwähnt. Jetzt können wir also da von der Zerstörung Jerusalems hochrechnen, bis zu dem Moment, wo Israel in zwei Nationen geteilt wurde nach dem Tod von Salomo. Das nennt man die Reichsteilung. Die 12 Stämme spalteten sich in das Nordreich der 10 Stämme und die Stämme im Süden. 976 gibt das. Oh, schon ein kleiner Unterschied zu Ihrem Bibellexikon. Ein paar Jahrzehnte daneben, nicht so arg, aber schon mal ein Unterschied. Und dann müssen Sie lesen, Apostelgeschichte 13, 21, Saul war 40 Jahre König. 2. Könige 2, 11, David war 40 Jahre König. Was sage ich Saul? Ich fange vorne an, ja? Saul war 40 Jahre König, dann David 40 Jahre König, 2. Könige 2, Vers 11, und dann Salomo
40 Jahre König nach 2. Chroniker 9, Vers 30. Und darum haben wir hier 3×40 Jahre Israels Monarchie. Könige, die über alle 12 Stämme regiert haben. So, das bringt uns schon ins Jahr 1096, also Jahr 1 von Saul. Jetzt können wir von der Monarchie noch weiter zurückrechnen. In Apostelgeschichte 13, 18 bis 20, da wird deutlich gemacht, dass vor Saul wurde Israel von Richtern regiert, und zwar während 450 Jahren. So, jetzt können wir die Richterzeit so anhängen und kommen auf 1546 für den Beginn der Richterzeit und ersten Fremdherrschaft. Und dann weiter können wir anhand von 4. Mose 9 und Josua 14 berechnen. Unter Josua wurde das Land erobert während 6 Jahren. Und davor gab es noch 40 Jahre Wüstenwanderung. Und mit einer ganz speziellen Rechnung, wenn man die 300 Jahre aus Richter 11, 26 nimmt, die geht von Jair bis zum letzten Jahr der Wüstenwanderung, dann kriegt man das X für die Zeit nach der Eroberung des Landes bis zum Beginn der Richterzeit, 14 Jahre. Geht alles auf. Alles geht auf. Aber jetzt fällt Ihnen auf, meine Damen und Herren, 1606 vor Christus, der Exodus, also viel früher als das, was Israel Finkelstein und andere meinten. Die Differenz ist 376 Jahre. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? David Rohl sagte, ja, so rund 380 Jahre muss man schieben. Muss man gar nicht. Man muss gar nicht schieben. Man muss nur einfach die richtigen Zahlen der Bibel nehmen. Dann gibt es diese Verschiebung schon. Aber wir treten keinem Ägyptologen auf den Fuß. Die bleiben alle schön zufrieden. Und Israel Finkelstein, den braucht man nicht in seiner archäologischen Arbeit anzugreifen. Aber Bibelkunde. Gut, er sagt ja nicht, er hat Bibel studiert, ja? Und da würde ich ihm jetzt eine ungenügende Note geben. Ja, ich meine, wenn er weltweit, muss ich im Klaren sein, wenn er weltweit sagt, die Bibel ist ein Märchenbuch, seht ihr da, 1230, das passt überhaupt nicht. Ja, bitte. Aber so etwas darf er nicht erzählen, wenn er nicht die Bibel wirklich so gründlich studiert hat und gesehen hat, das stimmt ja gar nicht mit Ramses II. Und 1230. Nicht wahr? Darum bin ich da ein bisschen streng. Und daraus folgt, mit diesem Datum kommen wir in die 13. Dynastie Ägyptens. Ramses II. War 19. Dynastie. Da ist schon was gegangen. Ja, wir sind stehen geblieben bei der Erkenntnis, der Auszug aus Ägypten war also in der 13. Dynastie. Und jetzt möchten wir gerne wissen, wer war der Pharao des Exodus, wenn es nicht Ramses war? Wer dann? Und wer war der Pharao zur Zeit der Geburt von Mose? 80 Jahre früher, nach der Bibel. Und wer war der Pharao zur Zeit von Josef, dem der Traum erläutert wurde? Nun, jetzt gehen wir auf eine ganz andere Route. Und zwar Maneto. Das war ein ägyptischer Geschichtsschreiber aus der ptolemäischen Zeit. Das sind so die Jahrhunderte vor Christi Geburt. Da haben wir ganz alte Überlieferungen. Und dieser Maneto, ein Ägypter, schreibt, Gott war König Timaios, ungnädig und schlug Ägypten. Danach seien Feinde aus dem Osten gekommen und die hätten das Land leicht und ohne Schwert erobert. Als Folge wurden Städte in Ägypten eingeäschert. Es gab Verwüstung der Heiligtümer der Götter und es wurden Massaker
also Abschlachtungen an der Bevölkerung vollzogen und Ägypter wurden versklavt. Timaios. Nun, man muss wissen, in der ptolemäischen Zeit hat man in Ägypten Griechisch gesprochen. Also Maneto benutzt hier die griechische Aussprache des ägyptischen Pharaonennamens Timaios. Jetzt muss man diese griechische Aussprache übertragen, wie hat man das ägyptisch ausgesprochen. Und Timaios entspricht Dedumose im Altägyptischen. Und Dedumose kennt man aus dem Turiner Königspapyrus. Das ist ein bruchstückhafter Papyrus, der ganz viele Königsnamen, Pharaonennamen aufführt, in chronologischer Folge. Also, das passt ja. Wir sind automatisch auf die 13. Dynastie gekommen und Maneto gibt uns den Hinweis, schaut bei Dedumose. Das wäre der Pharao gewesen, der da in der letzten Zeile des Turiner Papyrus erwähnt wird. Ende der 13. Dynastie. So. Wer war der Pharao zur Zeit der Geburt von Mose? Jetzt gehen wir 80 Jahre zurück nach der Bibel. Mose war 80 Jahre beim Auszug. Also 1686 vor Christus wurde Mose geboren. Und jetzt gehen wir wieder einen anderen Weg. Und zwar wieder eine geschichtliche Überlieferung. Artapanus war ein jüdischer Geschichtsschreiber am Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus. Also auch in der Epoche wie Maneto. Und der war ein Verfasser eines Geschichtswerks über das Judenvolk. Peri-Judaion auf Griechisch. Und da sagt er, die Tochter des Pharao, die Mose aus dem Nil geholt hat, die hätte Meris geheißen. Und ihr Mann war Pharao Chenefres. Chenefres. Wer kann das sein? Glücklicherweise gibt es nur zwei Pharaonen in der ganzen ägyptischen Geschichte, die den Namen ägyptisch ausgesprochen Chanefer-Re. Die Vollkommenheit Res, des Sonnengottes, strahlt am Horizont. Trug. Und da in der 13. Dynastie, Sobekhotep IV. Hatte als Thronnamen Chanefer-Re. Das war der 23. Pharao der 13. Dynastie. So, jetzt haben wir den auch schon. Jetzt möchten wir noch den Pharao zur Zeit von Josef. Gut, nach der strikten Chronologie, zurückgerechnet, Josef stand frisch aus dem Gefängnis gekommen vor dem Pharao und muss seinen Traum deuten. Nach biblischer Chronologie 1830 vor Christus. Das ist nach der herkömmlichen ägyptischen Chronologie Amenemhet der Dritte. Das ist der Mann da. Das hat er ausgesehen. Diesen Ohren, diesen strengen Gesicht. Gehen Sie mal ins, das lohnt sich wirklich, nach Berlin ins Ägyptische Museum. Und wenn man da reinkommt, direkt nach dem Eingang, kommt die Statue schon. Amenemhet der Dritte ist da. Und wenn Sie dann schon mal dort waren, gehen Sie dann noch ins Pergamonmuseum. Das muss man gesehen haben. Das habe ich schon mal mit 80 Studenten beide Museen besucht. Das war ein ziemlicher Auftritt und das hatten sie ja nicht so gerne. Aber ist schön, was man da sehen kann. Nun, halten wir das fest. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne etwas erzählen über Grabungen in Ramsesstadt. Das ist ja der Ort, wo die Israeliten in Ägypten als Sklaven gearbeitet haben. Die Araber nennen diesen Ort Tell Edaba, Hügel der Hyäne. Wobei Tell im Arabischen und im Hebräischen, das meint nicht einen natürlichen Hügel. Also da drüben, das sind keine Tells, ja? Wenn man aus dem Fenster schaut, das sind Hügel. Aber Tell meint einen Zivilisationsschutthügel. Das war üblich im Nahen Osten und eben auch in Ägypten. Ein Volk kam, oder ein Stamm kam an einen Ort,
möglichst wo es Wasser hatte, die bauten eine Siedlung. Feinde zerstören die Siedlung, man baut wieder auf, aber auf den Trümmern. Später kommt wieder Krieg und es wird verwüstet. Man baut wieder auf den Trümmern und so weiter. Und mit der Zeit gibt es einen Zivilisationsschutthügel, einen Tell. Man kann so ein Auge dafür entwickeln, dann sieht man in der Natur, ach, das muss ein Tell sein. Es gibt ganz viele Tells, die sind gar noch nicht ausgegraben. Aber weil man nicht genügend Geld hat, wie überall, gibt es viele Tells, die man noch entdecken könnte. Nun, ein österreichisches Team hat dort gearbeitet seit den 60er Jahren. In der Nähe von Kantir, wo man eben Ramsesstadt oder Pi Ramesse gefunden hat. Und der Mann, der da besonders verdienstlich ist, das ist Professor Dr. Manfred Bitak, geboren 1940. Und wir haben ja auch Erlaubnis gegeben, verschiedene seiner Bilder hier zu zeigen, sogar für den Livestream. Ganz freigebig hat er das mir zur Verfügung gestellt. Großartig. Und dieser Mann hat dort ausgegraben. Und jetzt muss man sich das ganz klar vor Augen führen. Jetzt haben wir da so einen Tell. Ich bin kein Da Vinci oder sowas, aber ich habe jetzt versucht, einen Tell zu zeichnen. Und da gibt es also verschiedene Schichten drin. Und Sie können wissen, die ältesten Schichten, das sind die Schichten ganz unten. Und die jüngsten ganz oben. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn man so einen Tell hat, man muss das sehen wie einen Kuchen. Also man muss ein Auge für einen Geburtstagskuchen entwickeln. Und dann ist es am besten, man schneidet so ein Stück heraus, und zwar so, dass man dann schön die Schichten unterscheiden kann. Jetzt dort, ganz unten haben wir Stratum H. Sehr trocken, nicht wahr? Stratum H bedeutet die unterste Schicht, und die nennen wir H. Und dann kommt eine nächste Schicht, Stratum G4, dann kommt G3, G2, G1. Und dann wurde diese Stadt verlassen. Die Spuren sind da, fluchtartig verlassen. Und später wird wieder aufgebaut, das ist dann Stratum F, aber das ist ein anderes Volk, das da Wohnsitz nimmt. Halten Sie das fest. Und ich werde Ihnen zeigen, Stratum H bis G1, das sind die Israeliten in Ägypten. Und dann Stratum F, da kommt aus dem Ausland später ein anderes Volk, das sich dann dort ansiedelt. Aber ich kann Ihnen sagen, da bei G1, ganz am Schluss, hat man ein Bild des Schreckens entdeckt. Und ich werde es Ihnen zeigen. Nun, hier ein Bild aus dem Film Patterns of Evidence von Tim Mahoney. Ich habe mir diese Bilder zur Verfügung gestellt für diesen Livestream. Und ich muss Ihnen sagen, schauen Sie sich diesen Film an. Die Bilder sind so fantastisch und er liefert all das Material, das wir heute anschauen und noch viel mehr dazu. Ich will ja auch noch fertig werden heute Abend. Garantiere. Ja, und jetzt sieht man hier, man hat da gegraben. Das ist Ramsesstadt, aber man hat da im südlichen Teil noch tiefer runter gegraben und hat hier Avaris entdeckt. Avaris ist der ältere Name. Ja, und Ramses ist dann der spätere Name. Und Avaris, dieser Name ging dann später in der Geschichte vergessen, und darum hat ein Prophet, der das Recht hatte, zum Beispiel auch Vokalbuchstaben im Gesetz Mose einzufügen, um besser lesen zu können, der hat offensichtlich dann Ramses dort gesetzt, damit man überhaupt versteht, welche Stadt gemeint ist. Genauso wie der Name Dan eingesetzt ist, anstatt das unbekannte Laish in 1. Mose 14. Und nun, die allererste Schicht, die allerersten Ankömmlinge in Avaris, später Ramsesstadt, das waren Ausländer aus der Levante. Ich meine, in der Archäologie spricht man so langweilig. Levante. Damit ist gemeint das Gebiet von Syrien, Kanaan. Leute aus Kanaan. Und das Erste, was man findet, ist eine Villa.
Und zwar im Stil einer levantischen Villa. Also so, wie man gebaut hat in Kanaan. Das ist Jakobs, Vater Jakobs Villa in Goshen. Und Vater Jakob starb dann in Ägypten. Und sein Sohn, nach getaner Arbeit, wie er Ägypten so gerettet hat aus der Not, als Wesir des Pharao, da hat Josef als Alterssitz einen Palast gebaut. Auf der Schicht von der Villa seines Vaters. Und diesen Palast hat man auch ausgegraben. Das ist alles das Verdienstvolle von Manfred Bitak. Und zwar, hier der Grundriss. Ein bisschen langweilig, aber der ist eben wichtig. Sieht man hier, an den eigentlichen Palast sind noch zwei Häuser angebaut. Genau im gleichen Stil, nur spiegelbildlich. Also dieser Herrscher da in diesem Palast will noch, dass zwei andere da auch ein Haus haben. Die Bibel sagt, Josef hatte zwei Söhne. Ephraim und Manasse. Schöne Namen. Josef hat in seinem Leben so viel Bitteres erlebt. Von seinen Brüdern verkauft zu werden in die Sklaverei. Ich meine, da müsste jeder durchdrehen und in eine Klinik gehen heute, oder? Und der ging in keine Klinik, der ging ins Gefängnis. Und, aber der hat seinen Glauben nie verloren. Der hat eine Treue in seinem Leben gezeigt als 17-jähriger Junge und dann 18 und so weiter, 25. Und dann war ihm, und er war dann eben im Gefängnis bis 30 und hätte sich sagen können, oh, jetzt habe ich die Blüte meines Lebens verpasst und nicht mal geheiratet. 30. Und komme jetzt aus dem Knast. Aber dann heiratet er Asnat und bekommt diese Kinder. Und ich erkläre nur einen Namen, Manasse, der vergessen macht. Er hat dieses Kind wirklich aus der Hand Gottes genommen als Zeichen seiner Freundlichkeit und seiner Güte und hat damit gesagt, ich will das alles vergessen, was meine Brüder mir angetan haben. Ich will nicht an diesen alten Dingen hängen bleiben. Wunderbar, ja? Und darum haben wir auch unseren Jüngsten Manasse genannt. Nicht als erster Name. Ihm haben wir noch alle schönen Namen, die wir wussten, gegeben. Darum hat er vier bekommen. Aber eine war Manasse. Und das war gerade nach einer ganz schwierigen Zeit. Und wir haben uns ganz bewusst diesen Namen gegeben, der vergessen macht. Und haben dieses Kind so genommen als Ausdruck der Freundlichkeit Gottes und wir wollen nicht mehr an diese traurigen Geschichten ständig denken. Ja, also da sind die zwei. Und dann sieht man hier einen Innenhof mit Säulen, aber da ganz fette, so darf man natürlich in der Archäologie nicht sprechen, ja, aber damit es spannender wird, fette, dicke Säulen. Sehen Sie, wie viele? 12. Oh, es gab ja die 12 Patriarchen. Und dann hier der eigentliche Palast und mit einem speziellen, speziellen Schlafzimmer. Hier hat man den größten Bettsockel gefunden, der überhaupt in Ägypten zu finden war bis heute. Aber ein Träumer von Träumen Gottes, der hat einen solchen Bettsockel verdient, würde ich sagen. Ja, und der Computer macht es möglich. Jetzt schauen wir den Palast an von da vorne. Ja? Also, jetzt hier ein Bild oben. So, das ist er. Das sind die zwei identischen Häuser für die Kinder. Hier der Palast. Und dann eben da die Säulen, die schauen wir uns auch noch genauer an. Da, 12 Säulen, die diesen Palast markieren. Und jetzt gehen wir zusammen in den Garten. Ist ja auch wichtig bei einem Haus oder einem Palast. Was ist der Garten? Und da findet man ein Pyramidengrab und 11 weitere ansehnliche Gräber. Oh, das passt aber. Eines für Josef und eines für die 11 Patriarchen, bevor sie ausgezogen sind und dann später im Land Kanaan nachbestattet wurden. Und ich muss Ihnen sagen, diese Zeit dieses Pharaos war eine Zeit, wo der Adel alle Macht verloren hatte. Der Pharao hat in dieser Zeit eine totale Autorität und Macht.
wie ganz im Kontrast zu anderen Zeiten. Und darum ist es so erstaunlich, da hat einer ein Pyramidengrab in dieser Zeit. In einer anderen Epoche wäre das nicht so großartig, umwerfend, aber hier, das muss ein ganz außergewöhnlicher Mann gewesen sein. War das auch Josef? Und wieso hat der Adel seine Macht verloren? Ja, Sie kennen ja die Geschichte, und sonst lesen Sie es bitte nach. Es kamen ja diese 7 Jahre des Überflusses in Ägypten und 7 Jahre der Hungersnot. Und in der Zeit der Hungersnot hatte ja Josef in seiner Weisheit von Gott geschenkt, von dem Überfluss auf die Seite getan und konnte dem Volk dann Getreide verkaufen. In den Jahren, wo sie gar nichts mehr hatten. Und dann mussten selbst die Reichen, die Adligen, die mussten alles hergeben. Und so hat Josef das ganze Land Ägypten aufgekauft, vom Adel weggenommen und alles dem Pharao gegeben. So, das entspricht genau dieser Zeit. Da ist dieses Grab von Josef, wieder aus dem Film von Tim Mahoney, so schön gemacht, nicht wahr? Und jetzt gehen wir da in diesen Vorraum hinein und da hat es eine Statue. Josefs Statue. Natürlich, im Grab hat man keine Knochen gefunden. Denn die Bibel sagt, beim Auszug aus Ägypten hatten die Israeliten die sterblichen Überreste von Josef mitgenommen und mussten sie dann bestatten, übrigens in Sichem. Ja, kann ich Ihnen zeigen, wo das Grab Josefs ist, in Sichem, bei Nablus. Ja, und da darf also nichts drin sein, hat es auch nichts, aber eine Statue. Und zwar nicht so schön wie hier auf dem rekonstruierten Bild. Da sehen Sie etwas davon. Die hat also schwer gelitten. Da hat man wirklich mit Gewalt diesen Kopf spalten wollen. Von vorne sieht man das. Die wurde also arg hergerichtet. Man hat da den Edelstein als Auge herausgerissen. Gut, das ist typisch Grabräuber. Könnte man sagen. Dann gibt es hier noch einen Rest mit einem Wurfholz. Oh, das ist im Ägyptischen das Zeichen für einen Ausländer. Und hier gibt es noch so Farbresten. Und aufgrund von Parallelen, die besser erhalten sind, kann man die Statue rekonstruieren. Der Computer macht es möglich. Und jetzt schauen wir ins Gesicht von Josefs Statue. Wow. Eine komische Frisur. Eine rote Perücke. Also Bach hat ja auch so eine komische Perücke gehabt. Die hat mir nie gefallen. Also ich würde nie Bach spielen wegen seiner Perücke. Ja, also Josef. Und jetzt noch die volle Statue. Dann sieht man hier dieses Holz in seiner Hand. Das zeichnet ihn aus als Ausländer. Der in dieser Zeit eine Macht gehabt hat, wie kein anderer. Ja, und jetzt noch etwas über Amenemhat III. In der ägyptischen Literatur, Kunstgeschichte, da macht man sich Gedanken über die Darstellungsweise der alten Ägypter. Ohne irgendeinen Bezug zu machen zur Bibel, hat man gesagt, dieses Gesicht von Amenemhat ist ungewöhnlich für Pharaonendarstellungen. Das macht man normalerweise nicht so. Oft sehen Sie Gesichter, die sind eigentlich wie Masken. So leblos, ja? Nur Symbole. Aber hier sehen Sie einen Mann, der sah besorgt rein und dann diese Ohren. Er hat ein offenes Ohr für die Nöte seines Volkes. Oh ja. Und hier sehen Sie die Nilpegelstände. Aus dieser Zeit sind im Nil noch in den Felsen, im Felsen markiert, Pegelstände des Nils überliefert. Und was hier auffällt, ist, das ist so der Durchschnitt. Und der Amenemhat III., ja? Und dann Amenemhat IV., da gibt es ganz hohe Pegelstände. Sieht man das? Deutlich über dem Durchschnitt. Jetzt muss ich Ihnen erklären, wie das Leben in Ägypten ging. Früher. Die Russen haben in der Zwischenzeit diesen schrecklichen Staudamm gemacht, Assuan. Der hat ja alles kaputt gemacht. Das war eine ganz dumme Sache. Aber das ist nicht unser Thema. Ich will nur sagen, früher war das so. Ägypten hat gelebt vom Nil. Es gibt fast keinen Regen. Und der Nil bringt Wasser von Schwarzafrika. Und im Herbst gibt es mächtige Überschwemmungen.
Der Nil geht über die Ufer und bringt diesen dunklen, schwarzen Schlamm auf die Felder der Bauern. Und das ist ganz wichtig für eine fruchtbare Ernte im nächsten Frühjahr. Und nun ist es so, der Nil geht über die Ufer. Wenn es zu wenig Wasser gibt, dann können Sie voraussagen, dass das kann eine Hungersnot geben im nächsten Jahr. Aber auch wenn zu viel Wasser kommt, kann das Hungersnot bedeuten. Warum? Wenn das Wasser nicht in einer ganz bestimmten Frist wieder zurückläuft, dann kann man nicht im richtigen Moment in den Schlamm reinsäen und dann ist es zu spät, es gibt eine Missernte. Also das kann hinweisen auf ganz schwierige Jahre von Hungersnot. Ja, das passt zu diesem Pharao. Und das passt übrigens auch zum Traum des Pharao. Sie wissen, der Pharao träumt von fetten Kühen, die aus dem Nil heraufkommen. Und Josef sagt, es wird 7 Jahre Überfluss geben. Und danach kommen 7 magere Kühe, auch aus dem Nil heraus. Das Herauskommen symbolisiert die Überschwemmung. Aber Überschwemmung kann gut sein für fruchtbare Zeit und es kann schlecht sein, wenn es eben zu viel ist, für Hungersnot. So, und jetzt in den späteren Schichten finden wir dann die Israeliten als Sklaven in ganz armseligen kleinen Lehmhäusern. Das ist die Zivilisation der Israeliten. Und interessant, Manfred Bitak, der hat ja gearbeitet und wusste nichts von einer strikten Chronologie, nicht wahr? Und für ihn war klar, das hat mit der Bibel nichts zu tun, es geht ja gar nicht. Denn Auszug wäre gewesen viel später, das kann ja nicht die Israeliten sein. Aber der hat die genannt, die Proto-Israeliten. Das ist fantastisch, also die Vor-Israeliten. Weil sie so israelitisch wirken, aber sie können natürlich nicht die Israeliten sein, nannte sie Proto-Israeliten. Das sind die wirklichen Israeliten. Die Chronologie passt. Und noch etwas, hier haben Sie den Brooklyn Papyrus, 35.1446. Sehr unverdächtig, nicht wahr? Das ist eine Liste von Dienern eines Haushaltes mit 95 Namen. Und zwar aus der Zeit von Sobekhotep III., das wäre eine Generation vor Mose. Und darauf finden Sie mehr als 50% nordwestsemitische Namen. Nordwestsemitisch, das wird so langweilig ausgedrückt in der Archäologie, damit meint man Sprachen wie Hebräisch und weitere verwandte Sprachen im Umfeld von Hebräisch. Da findet man Menachem, Issachar, wie einer der 12 Stämme, ja? Aser, wie einer der 12 Stämme. Schifra, das ist der Name einer der Hebammen. In 2. Mose 1, kommt übrigens nur dort vor in der Bibel. Da steht übrigens im ägyptischen Text Schifra und da Aser. Ha, da haben wir die Israeliten in Ägypten, natürlich. Und es gibt noch mehr. Ja, ich muss jetzt zum Schluss kommen, darum kann ich nicht alles zeigen. Aber jetzt kommt der letzte Abschnitt, ein Bild des Schreckens. Man findet Totenskelette, die sind in Eile einfach reingeschmissen worden, zugedeckt worden. Und man hat nicht einmal normale Grabbeigaben mitgegeben, wie man hier sieht. Einfach so reingeschmissen. Da ist noch was dabei. Praktisch nichts. Ein Bild des Schreckens. Was ist das? 2. Mose 12. Das Passa in Ägypten. Die Israeliten feiern das Passa in Ägypten und essen das Passalam. Und dann heißt es in Vers 29, und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war. Und alle Erstgeburt des Viehes. Vers 30, später. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Und er, der Pharao, rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. Ja, und diese Toten, die musste man in Eile begraben, damit keine Seuche ausbricht. Und dann wird Avaris Ramses verlassen.
Es folgt die Wüstenwanderung von 40 Jahren. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber man müsste doch von diesem Volk ganz viele Spuren finden im Sinai. Überreste. Im Sinai ist ein Problem. Diese Spuren zu finden von diesem Volk Israel, das als Beduinen herumzog. Nun, Avner Goren, das ist einer der Top 5 Archäologen von Israel. Der hat Jahre verbracht im Sinai. Noch in den Jahren, bevor Israel den Sinai in Ägypten zurückgab. Ja? Und dieser Avner ist spezialisiert auf verschiedene Dinge in Ägypten, aber auch auf Beduinen. Und er hat mir gesagt, das ist so interessant, wir haben diese Kulturen studiert und diese Beduinenkultur des Sinai zeichnet sich dadurch aus, dass die herumreisen und praktisch keine Spuren hinterlassen. Und immer hat man gesagt, ja, wo sind da die Spuren der Israeliten? Aber wir kennen diese Kultur, dieses Leben im Sinai und das entspricht genau dem, was wir bei den Beduinen finden bis in die moderne Zeit. Eine Lebensart, wo man nicht groß Spuren in der Wüste zurücklässt. Das und nur nebenbei. Ja, Avner Goren ist eben einer dieser, die eine gute Haltung haben gegenüber der Bibel. Und da ist auch übrigens zu erwähnen, Elad Matzar, ihr Großvater Benjamin Matzar, das sind alles die großen Archäologen der jüngeren Vergangenheit in Israel. Und die haben eine ganz andere Haltung gehabt als an Israel Finkelstein. So, jetzt müssen wir noch kurz zu Jericho kommen. Nach dem Tod von Mose, das Volk geht über den Jordan mit Josua und die erste Station ist Jericho, diese subtropische Oase. Hier sehen Sie den Tell von Jericho, der Zivilisationsschutthügel. Und Sie sehen da, wie diese Lady, Kathleen Kenyon, die hat doch da schon vor Jahrzehnten gearbeitet und ausgegraben. Sehen Sie, die hat die Geburtstag gefeiert hat. Da, so Kuchenstücke rausgeschnitten. Das war das Normale. Tell es-Sultan nennen die Araber dieses antike Jericho. Das hat eine Höhe von 17 Metern. Alle Schichten. So, und jetzt gehen wir zu diesen mächtigen Mauern, die runtergefallen sind, so circa 1550 vor Christus. Das sind sie. Und zwar sind sie nur der untere Teil. Denn da oben war eine mächtige Ziegelmauer und die fiel nach unten, nach außen runter. Wie die Bibel das sagt, dass die Mauer runterfiel und dann konnten die Israeliten, die die Stadt umrundeten, jeder vor sich her in die Stadt hinaufsteigen über diese entstandene Rampe. Ja? Sieht man diese Rampe, die hier? So war dann die Rampe. Da konnte man so in die Stadt über die Grundmauer aus Stein hinaufsteigen. Das ist die Mauer. Also ganz so wie im Lied. Joshua fought the battle of Jericho and the wall came tumbling down. Ja, also das ist wirklich geschehen. Und jetzt nochmal aus dem Film von Tim Mahoney. Das war Jericho. Und Jericho hatte nicht nur eine Mauer, sondern eine Doppelmauer. Und dazwischen ein Glassee. Das ist so ein Erdhügel, festgestampfte Erde und dann darüber Kalk bestrichen, hat das gefunden. 15 cm dicker Kalk, das war die Todeszone. Wenn Feinde diese erste Mauer, also die Grundmauer aus Stein und dann die Ziegelmauer da oben drauf, überwinden konnten, dann kam da die Todeszone. Und da konnten die Pfeilschützen und die Speerwerfer von der zweiten Mauer die eben töten. So war Jericho. Praktisch uneinnehmbar. Und nun, was ist geschehen? Hier sehen Sie die Tonziegel und da die Grundmauer. Und die fielen runter, sodass die Israeliten über die Rampe einsteigen konnten. Und dann wurde die ganze Stadt verbrannt. Genauso wie das in Josua 6 steht. Und die Stadt wurde nicht geplündert. Josua sagte, niemand darf sich bereichern an Jericho. Ja. Man hat noch nie so viel Getreide gefunden bei Ausgrabungen in Israel wie in dieser Schicht.
passt alles. Ich lese Josua 6, Vers 20. Und das Volk erhob ein Geschrei, und sie stießen in die Posaunen, die Schofarhörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Posaune hörte und als das Volk ein großes Geschrei erhob, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein. Und das Volk stieg in die Stadt hinein, ein jeder gerade vor sich hin. Und sie nahmen die Stadt ein. So, jetzt machen wir einen Sprung, gehen in den Norden hinauf, nach Hazor. Da ein Übersichtsbild der Ausgrabung in Hazor. Ein riesiger Tell. Und nun, uns interessiert MB2B. Merken Sie sich das. Mittlere Bronze 2b. Das ist nämlich die Zeit der Eroberung unter Josua. Stratum 16, also die 16. Schicht im Tell, weist eine Brandschicht auf von einem Meter. Wow, da ist aber etwas gegangen. Und Josua 10 sagt, dass diese Stadt verbrannt wurde. Nun, wir sind gerade zurück aus Hazor. Und da hat unser Filmteam gut gearbeitet mit einer Drohne. Wir mussten vorher noch eine israelische Fliegerlizenz einholen. Und dann war das möglich, ja. Jetzt sieht man hier einen Tempel aus der Zeit von König Jabin, Josua 10. Und hier sein Palast. Da findet man den Palast dieses späteren Jabin, der in Richter 4 dann vorkommt. Ja? Alles beieinander. Passt alles. So, jetzt gehen wir nach Shiloh. Und da sehen Sie etwas von den kananäischen Stadtmauern um ca. 1500 vor Christus. Und die Spuren zeigen, die Stadt wurde nicht hat sie übernommen. Ha! Die Bibel sagt nirgends im Buch Josua, dass Shiloh verbrannt wurde von Josua. Aber sie haben das Land erobert und in Shiloh dann die Stiftshütte, das transportable Heiligtum, aufgestellt. Und was noch interessant ist hier, da Überreste der Stadtmauer mit sehr großen Steinen, also wirklich, das trägt nicht so schnell einer solche Steine, und davor ein mächtiges Glassi. Ich habe nur einen Teil da auf dem Bild, das geht da weiter runter, festgestampfte Erde. Und in diesem Glassi drin sieht man diesen Pfeiler. Und dann ein paar Meter weiter, passt jetzt auch wieder nicht ins Bild rein, nochmals ein Pfeiler, noch weiter in den Boden geht. Ja, das kennen wir doch vom Straßenbau. Wenn man neben einer Autobahn einen Hang sichern muss, was macht man? Betonpfeiler in den Hang zur Hangsicherung. Das haben die Kananiter damals gemacht, vor 3.500 Jahren. Die Kananiter waren kein primitives Volk. Hohe Kultur, aber tiefste Moral da unten. So wie Europa heute. Viele Parallelen. Hohe Kultur und Handys aller Spezialitäten. Moral da unten. Und jetzt schauen wir uns an, wo die Stiftshütte war. Außerhalb dieser Stadtmauern gibt es aus dem Fels gehauene Mauern hier. Und zwar im Abstand von etwa 30 Metern. Ich habe das hier so eingezeichnet, damit man es besser sieht. Da war die Stiftshütte aufgestellt, wurde geschützt durch diese Mauern. Und die Stiftshütte hat eine Breite nach der Bibel von 27,25 Meter. Nämlich 50 Königsellen. Das sind 52,5 Zentimeter, genau. Passt genau rein. Und wir haben das ausgemessen. Passt wirklich. Ja, also da sehen Sie etwas von den ursprünglichen Mauern von Shiloh, wo die Stiftshütte war. Unter Josua und dann später bis in die Zeit von Samuel. Ja, und da können Sie noch so ein Selfie machen oder was, oder noch was Besseres. In Shiloh, ja? An diesem Ort, wo Hanna um ein Kind gebetet hat, ja, und das bekommen hat. 1. Samuel 1 bis 3 muss man lesen. Und das ist so schön, diese Geschichte von Hanna. Sie war so traurig, dass sie kein Kind hatte, aber dann sagt sie dem Herrn, wenn du mir ein Kind gibst, da in der Stiftshütte hat sie gebetet, dann werde ich dieses Kind dir geben. Und das ist das Grandiose. Sie wollte nicht ein Kind, das irgendwelche Karriere macht, sondern sie wollte, dass dieses Kind ganz dem Herrn gehört. Und ich war in Amerika, ist es so, wenn man den kleinen Kindern auf dem hohen Stuhl
Essen einschiebt, dann sagt man, ist schön, damit du mal Präsident von Amerika wirst. Wie wäre das, wenn man das macht und ihnen so zu essen gibt? Ist schön, damit du mal Missionarin in Niger wirst. Oder irgendein anderes Land. Oder könnte auch die Schweiz sein. Ja, und diese Frau hatte das, ein Kind ganz für den Herrn. So, jetzt gehen wir noch nach Sichem. Und da sehen Sie diese mächtigen Zyklopenmauern, nennt man das. Weil es so aussieht, die Steine sind so groß, da können nur riesen Zyklopen diese Steine heben. Aus der Zeit um circa 1550 vor Christus. Und Sichem wurde massiv verwüstet. Da, diese Mauer. Fantastisch erhalten. Sieht man diese vielen Steinlagen? Und dort in Sichem hat schließlich Josua 24, beschreibt das, Josua am Schluss der Eroberungen das ganze Volk nach Sichem versammelt und hat eine ernste Abschiedsrede gehalten. Und er hat gesagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, wem ihr dienen wollt. Ob diesen Göttern, der anderen Völker oder dem Gott der Bibel. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann hat er einen Stein aufgestellt, der das bestätigen sollte. Und dieser Stein wurde dort gefunden. Genau am richtigen Ort. Und jetzt noch ein Sprung nach Tel Dan. Da sehen Sie das kananäische Stadttor aus dem 17. Jahrhundert vor Christus. Und da in Tel Dan hat man bei den Ausgrabungen eine enorme Ascheschicht gefunden aus der MB2C. BC, das gehört ganz eng zusammen, circa 1550 vor Christus. Genau so, wie die Bibel das sagt. Und jetzt kommen wir zum Schluss, zum Fazit. Erstens, der Angriff der Kritiker auf die historische Glaubwürdigkeit der Bibel ist unbegründet. Zweitens, und noch zuerst, in 2. Korinther 10 wird gesagt, dass es Gedanken gibt, die sich wie Festungen erheben gegen Gott. Und die Gläubigen werden aufgerufen, mit den Waffen Gottes, mit den Waffen des Wortes Gottes, diese Vernunftschlüsse zu zerstören. So wie Jericho gefallen ist. Und das war jetzt so ein Beispiel, wie man solche Vernunftschlüsse, die Menschen den Weg zur Bibel verhindern. Ich habe Ihnen gesagt, Tim Mahoney, der ist Jahre herumgeirrt. Hat sich gefragt, was soll ich das glauben, was ich gehört habe als Kind, wenn es ja doch nicht glaubwürdig ist. Ja? Bis die Festung gefallen ist. Zweitens, Israels Erwählung als Volk Gottes ist kein Mythos. Diese Erwählung ist in der Geschichte verankert. Drittens, Israels Landverheißung in Sichem, Nablus, ist kein Mythos. Sie ist in der Geschichte verankert. Das können Sie mal der UNO sagen, falls Sie mal eingeladen werden für eine Rede. Ja, das kann es geben, unter ganz speziellen Umständen. Viertens, die Verheißung des Messias als Segen für die Welt ist kein Mythos. Sie ist in der Geschichte verankert. In dir sollen gesegnet werden alle Stämme der Erde. Wir sehen, die Bibel stellt von Anfang an einen Gott vor, der liebt alle Völker. Er hat Israel auserwählt, nicht weil er die anderen Völker nicht möchte, sondern er hat Israel erwählt, damit alle anderen Völker gesegnet werden können. Aber das geht nicht automatisch. Warum heißt es eigentlich nicht, in dir werden gesegnet alle Menschen? Sondern alle Stämme. Der Grund ist der. Johannes 3, Vers 16. Das ist die frohe Botschaft in einem Satz. Johannes 3, Vers 16. Also auf dem festen Fundament der ersten Bücher der Bibel aufgebaut. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Und jetzt sehen wir, Gott liebt die ganze Welt. Alle Menschen. Aber nicht alle Menschen werden gerettet werden. Sondern es wird dann ganz persönlich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so ist es wichtig, der einzelne Mensch muss sich ganz bewusst entscheiden und auf die andere Seite sich rüberstellen. Die Bibel sagt, eben im Neuen Testament, jeder Mensch
muss seine persönliche Schuld, das, was uns bewusst ist, und es ist uns genug bewusst, das muss man Gott im Gebet bekennen. Konkret, was uns noch einfällt, vieles haben wir auch vergessen, aber was wir noch wissen, bekennen, bereuen, und dann dürfen wir danken, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, er wurde Mensch, damit er als Mensch für uns Menschen sterben konnte. Gott kann nicht sterben. Darum musste er Mensch werden, damit er sterben konnte für Menschen. Und nun wird man aber eben nicht automatisch gerettet, sondern man muss an ihn glauben und das setzt voraus, seine Schuld Gott bekennen. Und dann heißt es, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Alle anderen gehen ewig verloren. Nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben als Geschenk von Gott. Und dann kann man wissen, dass man gerettet ist. Kürzlich habe ich dann WhatsApp gekriegt. Ich habe ein Gespräch mit einem ägyptischen Bekannten und der hat gesagt, die letzten Tage von Ramadan, die sind so wichtig. Und sie wollte die Frage stellen und wollte wissen, ja, wieso sind die so wichtig? Ja, weil die sind ganz wichtig, damit man eben nicht in die Hölle kommt. Aha, dann sagt sie, aber ich komme sowieso in den Himmel, komme nicht in die Hölle. Wie kannst du das so genau wissen? Die haben keine Gewissheit. Aber das Evangelium gibt diese Gewissheit. Man kann wirklich wissen und aufgrund von Johannes 3, Vers 16, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist das letzte Bild. Der siebenarmige Leuchter aus der Stiftshütte, die in Shiloh stand und in der Wüste Sinai herumgeführt wurde. Dieser siebenarmige Leuchter mit sieben Lampen ist ein Bild des Messias, ein Segen für alle Völker. Aber eben nur die, die Jesus Christus ganz bewusst als ihren Retter in Anspruch nehmen, kommen unter diesen Segen, unter diesen Segen Abrahams. Und Jesus Christus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und das Gewaltige ist, das sagt er gerade nach dieser schrecklichen Geschichte vorher. Es gibt schreckliche Geschichten in der Bibel. Eine Frau hatte ihre Ehe kaputt gemacht, durch Ehebruch. Wirklich alles kaputt gemacht. Und der Herr Jesus sagt, es gibt sogar da einen Neuanfang. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben könnte. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt sehen Sie auch, warum es wichtig ist, dass das Fundament hält. Um zu zeigen, dass diese Botschaft wirklich vertrauenswürdig ist. Und wir können das mit voller Überzeugung weitergeben und die Menschen einladen. Jetzt ist noch Gelegenheit zu kommen, um Vergebung und ewiges Leben zu bekommen. Jetzt schließt der Chor mit einem Lied. In dir ist Freude. Das ist dann diese Freude, die man bekommt, wenn man dieses Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch genommen hat. Bitte.